begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Playzocker reagiert und verzeiht mir, wenn ich heute ein kleines bisschen schnell rede, gleich am Anfang, weil irgendwie möchte ich beim heutigen Video das Intro so kurz wie möglich halten, dass ich so schnell wie möglich zu diesem Trailer komme. RoboCop aus 2014, für mich eines der am meisten erwarteten Remakes. Ich liebe das Original, der Charakter, die Handlung, die Story, alles wirklich großartig und dann auch noch ein Remake mit Schauspielern wie Gary Oldman, Samuel L. Jackson und Jackie Earl Haley. Was kann da schiefgehen? Das werden wir uns hoffentlich heute nicht anschauen, sondern wir sehen, warum der Film awesome wird. Wer den Trailer mit mir gemeinsam schauen will, klickt ihn sich hier. Aus Copyright-Gründen kann ich ihn nicht direkt in mein Video einbauen. Dafür ist es nicht wirklich viel Aufwand, meine Kommentare mit dem Trailer zu synchronisieren. Mit dem Tastenanschlag geht der Trailer bei mir los und dann schauen wir, was vom neuen RoboCop zu halten ist. Green Band, okay, das ist schon ein gutes Zeichen. Ist aber erst der erste Trailer. Michael Bay's RoboCop! Oh mein Gott, ich muss zugeben, irgendwie schauen diese Anarchie-Szenen schon mal gar nicht so schlecht aus. Warte mal, Alex Murphy ist der Officer Down. Scheinbar noch nicht, okay? Oder doch? Sind wir bei Skynet in der Terminator-Fabrik? Ich weiß nicht. Irgendwas hatte dieses alte, einfache RoboCop-Design, was mir diese Bots irgendwie nicht bieten können. Warte mal, das war der Anschlag auf Alex Murphy? Derjenige, der im Original zerschossen und zerlegt wird, stirbt jetzt bei einem Autounfall, also stirbt fast, ähnlich wie die Familie von Dolph Lundgren in The Punisher? Nein! Ja, die Prime Directives existieren offensichtlich auch nicht. Ja, ein schwarzer RoboCop. Sieht irgendwie aus, als würde er eher zum Cobra Commander passen. Wie viele RoboCops gibt's in diesem Universum? Toll! Wir freuen uns auf die Armee der Endoskelett-RoboCops und auf 4 Cameos von Samuel L. Jackson in irgendwelchen sinnlosen Szenen. Ja, er möchte unbedingt diesen Halbmenschen, Halbandroiden kennenlernen. Of Steel! Okay. Geht auch. Nein, oder? Das menschliche Element wird immer präsent sein. Deswegen haben wir jetzt einen RoboCop, der mit seinem Sohn sprechen und seine Frau zu einem gemütlichen Dinner mit Wein und Kerzen ausführen will. Ich könnte schreien! Warte mal, ich könnte es nicht, nur ich kann! Was ist das? Ganz ehrlich, Alex Murphys Tod ist für mich eine der markantesten und besten Szenen, die jemals ein Actionfilm zu bieten hatte. Eine derartige Härte, eine derartige Schonungslosigkeit, wie sie Paul Verhoeven zumindest in seinem Director's Cut in der Szene an den Tag gelegt hat, ersetzt durch mehr oder weniger Zerstörung im Off, durch eine Autoexplosion. Nein! Fail! Und dann diese Endoskelett-Iron-Man-artigen RoboCop-Designs? Are you serious? Samuel L. Jackson, der offensichtlich als Redner in 4 Szenen in diesem Film irgendwann einmal auftauchen wird. Nein, ganz ehrlich, visuell sieht RoboCop, muss ich zugeben, nicht so schlecht aus. Die Special Effects machen einen guten Eindruck, die Action macht einen guten Eindruck. Aber das, was ich bis jetzt von der Story gesehen habe, bringt mein Blut ein kleines bisschen zum Kochen. Und mit ein kleines bisschen meine ich, seht ihr es aus den Ohren rauchen? Ich hoffe ganz ehrlich, dass die nächsten Trailer, die zu RoboCop kommen, ein bisschen ein anderes Bild von diesem Film zeichnen, weil das Bild erinnert mich ein bisschen an die Mona Lisa.
gezeichnet von Mr. Bean. Und ganz ehrlich, wenn das Remake von RoboCop Mr. Beans Mona Lisa im Vergleich zu Paul Verhoevens Original ist, dann haben wir ein Problem im Long Review. Ein lautes Problem. Ich gehe weinen.